Ich zeige euch heute, wie ihr von Windows auf einen freigegebenen Ordner auf dem Mac zugreifen könnt. In dem Fall erstellen wir erstmal einen Ordner. Den nennen wir jetzt einfach mal in unserem Fall Freigabe. So, möchten wir den gerne freigeben, dann gehen wir oben auf das Apfellogo, auf Systemeinstellungen, gehen dann auf Freigaben. In dem Fall aktivieren wir Dateifreigabe, gehen einmal auf Plus. Wir sehen, hier ist zwar schon Freigabe ausgewählt, wir wählen jetzt aber auch Schreibtisch Freigabe aus, gehen auf Hinzufügen. Nun sehen wir, unser Benutzer ist schon hinterlegt für Lesen- und Schreibzugriff. Danach gehen wir auf Optionen und überprüfen, ob der SMB-Dienst bzw. über SMB geteilt wird. Und dann unten, da unter Windows immer die Benutzerdaten abgefragt werden, müssen wir dann auch noch unseren Account aktivieren. In dem Fall klicken wir hier auf Ein und geben dann einmal unser Kennwort ein. Klicken dann auf Fertig, gehen dann einmal zurück und gehen dann aufs Netzwerk. In meinem Fall ist es über Netzwerkkabel angebunden, aber in den meisten Fällen habt ihr WLAN. Bei WLAN hat man genauso weitere Optionen wie bei Ethernet-Anschluss. Gehen dann auf weitere Optionen, gehen dann auf WinS und müssen uns diesen Namen merken bzw. aufschreiben. Und den geben wir dann bei Windows ein. Und nun zeige ich euch noch testweise, indem ich eine Datei hineinkopiere, wie ihr dann zugreifen könnt und euch die Datei rüberziehen könnt. Alles Weitere geht jetzt auf Windows weiter. So, nun sind wir bei Windows und ich zeige euch nun, wie ihr auf die Freigabe, die ihr zuvor auf dem Mac erstellt habt, zugreifen könnt. Ihr geht mit der rechten Maustaste auf das Windows-Logo und klickt auf Ausführen. Gebt dann den Namen von eurem Mac ein. In meinem Fall ist das hier. So. Kommt natürlich das Fenster, er versucht es mit dem eigenen Benutzer. In dem Fall geben wir jetzt unseren Benutzer ein, mit dem wir den Ordner erstellt haben und das zugehörige Kennwort. Dann zeigt er uns die verschiedenen Freigaben an. In dem Fall brauchen wir nur unsere Normalfreigabe. Wir sehen das Video, was eine Datei, die ich testweise hineingepackt habe. Und das war's.